Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von F1 2021. Endlich geht es heute hoch nach diesem kurzen Leck los, raus auf die Strecke, rein ins erste Pits Qualifying hier in Bahrain. Ich habe ja offscreen das Training mal absolviert, die ganzen Strategien durchgeführt. Es sind auch wirklich nur noch drei und in diesen drei Strategiebereichen sind die ganzen Punkte vom letzten F1-Spiel so ein bisschen mit integriert, also Reifenschonung und Qualifying-Tempo und so weiter und so fort. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert auch gerne für die nächsten F1-Folgen, für die nächsten Rennen. Und ja, dann geht's hier los mit der Jungfernfahrt in Bahrain dieses Mal. Nicht in Australien wie gewohnt, sondern in Bahrain. Ich habe die Schwierigkeit mal ein bisschen höher gestellt, von 30 auf 90 ungefähr, weil ich hatte mich im Training gewundert, warum ich ganze 6 Sekunden schneller fahre als meine Gegner. So gut F1 fahre ich dann jetzt auch nicht. Ja, mit McLaren. Ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Also klar, ein Podiumsplatz wäre geil, aber da schiele ich jetzt noch nicht drauf. Ich denke mal, so unter die ersten 10 zu kommen, auch im Qualifying hier, das ist, denke ich mal, realistisch. Achtung, oh, hier gibt es schon diese Kurve, ne? Da kann man so leicht ins Drehen geraten, wenn man auf die Curbs falsch drauf fährt. Da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. 14 Runden werden gefahren. Sehr, sehr gespannt. Hamilton wird wahrscheinlich die Pole Position innehaben. Jetzt gucken wir mal. Und momentan sind wir 8er. Es würde für die Top 10 reichen. Mal gucken, die letzten Meter mit DRS. Oh, das wird, denke ich, der 8. Platz werden. Wenn wir es dann unten links angezeigt bekommen. Nee, bekommen wir gar nicht mehr. Aber es ist P8, sehe ich auf dem Lenkrad. Also, eine gute Position fürs erste Blitz Qualifying. Jetzt kriegen wir ein paar EP hier mit dazu, ganz klar, wie immer. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Sergio Perez. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, sieht sehr schön aus so, vom Design her ein bisschen anders aufgebaut. Beste Zeit hatte Lewis Hamilton, sieht man auch links. Unser Teamkollege Lando Norris auf dem 5. Platz, also wir sind doch unter den ersten 10, was wollen wir denn mehr? Kann ich auch mal die anderen? Ach nee, warte mal, ach so, haha. So kann man das machen. Da gibt es dann weiter. Rennleitung und Session neu starten. Wiederholung gibt es gar nicht mehr. Es gibt auch ein paar neue Fahrer. Werdet ihr sicherlich schon gesehen haben, ne? Ah, hier. Nikita Mazepin. Ich glaube, so spricht man den aus. Ist ja eigentlich Russe. Hat aber so eine Weltflagge. Weil die das irgendwie nicht dürfen oder so. Ich habe da was nicht mitbekommen. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. So wie der Eddie. Der weiß auch ganz schön viel. Ja, Mick Schumacher, 18. Mal gucken, wo wir uns einreihen werden, dann im Rennen. 8. Platz ist es momentan und dann gehen wir doch mal rauf und rein ins erste Rennen. Die Zeit für Tests und Trainings ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Es heißt alles oder nichts hier bei Runde 1 der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen 15 Kurven gefahren. Achten Sie auf die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Wagen auf dem Weg hinunter in die heikle Bremszone vor Kurve 10. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Start der neuen Formel 1 Weltmeisterschaft 2021. Alles beginnt hier. Mercedes wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Red Bull wird seinen Status als Herausforderer Nummer 1 behalten wollen und Ferrari hofft nach den Schwierigkeiten im letzten Jahr sicher auf einen neuen Anfang. Und auch zwischen den anderen Teams kündigen sich spannende Duelle an. Zum Beispiel zwischen Aston Martin und Alpine, die beide unter neuem Namen antreten. Es gibt also viel zu besprechen für mich und Stefan Römer, der sich heute die Kommentatorenkabine mit mir teilt. Schön, dass ich wieder hier sein darf, Heiko. Ich hoffe, wir sehen heute ein gutes Rennen. Im Moment kann man noch nicht sagen, wie konkurrenzfähig diese Teams im Vergleich zueinander sind, aber hoffen wir mal, dass es spannend bleibt. Wir wollen schließlich sehen, wie diese Fahrer alles geben, bis die karierte Flagge fällt. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Verstappen, Lando Norris und Vettel, Leclerc, der Glückspilz, Sainz und Lance Stroll, Gasly, Fernando Alonso, Esteban Ocon und Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell und Mick Schumacher, Latifi und Nikita Mazepin. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und
Oh, bekommen wir gar keinen Funkspruch? Sonst haben wir doch immer noch so einen Funkspruch bekommen. Also, wenn euch diese Vorsequenz zu lang ist, schreibt das ruhig in die Kommentare rein. Ich habe das jetzt erstmal laufen lassen, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, so von der Folgenlänge. Aber wenn euch das egal ist, was die am Anfang labern und auch die Startaufstellung, müsst ihr das einfach in die Kommentare schreiben. Genau, Rennstrategien werden vom Team verwendet, um Boxenstops und Reifenwahl zu bestimmen. Das ist ja auch nichts Neues. Jetzt ist halt nur die Frage, ist dieselbe Strategie nach 6 Runden reinkommen und dann entweder auf Mediums oder auf die Harten wechseln. Mediums wird hier vorgeschlagen. Ich werde das jetzt einfach mal so standardmäßig beibehalten. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Strecke. Ne? Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne diese Anfangssequenzen sehen wollt oder nicht. Und dann wünsche ich mir jetzt ganz viel Glück, euch viel Spaß beim ersten Rennen hier in F1 2021. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir hier wegkommen. Ja, durchdrehende Reifen. Und es geht wieder los. Rein ins Getümmel. Ja, da vorne mache ich schon mal ein bisschen langsamer. Vielleicht kriege ich hier innen. Oh, was weg. Oh, schon die erste Drehung. Aber wir bekommen keine Strafen. Ah, doch, Verwarnung. Und wir haben uns ein bisschen beschädigt, glaube ich, vorne. Vorne links schon mal. Aber wir haben uns durchgemogelt. Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Naja, da geht schon mal los. Ey, erste Kurve. Nicht mal die erste Kurve und schon der erste kleinere Schaden. Ich glaube, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Oh, nee. Durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Behalten. Okay, geht in Ordnung. Schade, geht das nicht mehr sprachgesteuert? Naja, also erste aufregende Runde, die ist da noch nicht mal rum hier. Zack. Diese Kurve ist auch ganz tückisch. Achtung, Hamilton jetzt hinter uns. Der uns, denke ich, gleich überholen wird. Aber noch können wir ihn blocken. Angriff kommt von links. Oh, ich muss ein bisschen nach außen ziehen. Ja, Hamilton ist vorbei. Oh, gelbe Flagge. Rennen fortsetzen. Gelbe Flagge. Rennen fortsetzen. Na, was denn nun? Gelbe Flagge oder nicht? Oh, scheiße. Oh, ist das ungewohnt hier. Klar, wieder in so einem Rennen drin zu sein. Wo war denn gelb? Ah, im zweiten Sektor. Aber jetzt offensichtlich nicht mehr. Da ist ein, weiß ich nicht, ist das ein Red Bull? Vorletzter ist ein Red Bull, glaube ich. Und ein Williams-Fahrer oder Alpine Tauri. Weiß ich gar nicht. Ich dachte, das wären komplett neue Teams. Alpine und, na, wie heißt das? Unser Teamkollege. Komm, wir lassen ihn mal vorbei. Im Windschatten. Und Aston Martin. Die sind einfach unter anderem Namen jetzt angetreten. Ah, wir direkt Kopf an Kopf mit unserem Rennkollegen. Ah, da müssen wir mal klein beigeben. Lassen wir erstmal Lando vorbei. Auf dem dritten Platz. Ja, und dann habe ich die erste Runde eigentlich ganz gut überstanden. Ich werde jetzt auch, glaube ich, die Rennen komplett zeigen. Ich habe das ja sonst immer so gemacht, dass ich das in Highlights geschnitten habe. Das könnt ihr auch wie immer gerne unten reinschreiben. Wenn ihr gerne Highlights sehen wollt, falls euch das sonst zu lang ist, ein komplettes Rennen. Ich bin ja da nicht irgendwie gebunden an einen Schnittstil. Oh, jetzt kommen hier aber Fahrer für Fahrer an uns vorbei. Achtung. Natürlich will ich nicht so riskant fahren, ne? Vettel vor uns. Und Sergio Perez haben uns jetzt überholt. Leclerc hinter uns. Dann Sainz, die beiden neuen im Ferrari. Also Sainz zumindest. Leclerc war ja schon. Und da muss ich halt gucken mit unserem Frontflügel, ob ich da, ob der auch mit ausgetauscht wird, wenn wir dann drin sind. Nochmal gelber Sektor. Oh, bei Vettel raucht's. Oh je, Motorschaden. Oh Mann, es geht für Vettel genauso weiter. Motorschaden bei Vettel. Oder wird er weiterfahren können? Ich glaube nicht, oder? Runde 2 von 14. Noch ist er drin. Sebastian ist ausgeschieden. Da oben steht's jetzt. Und wir waren live dabei. Motorschaden bei Vettel in der zweiten Runde. Ey, es geht so weiter, wie es für ihn bei Ferrari aufgehört hat, bei Aston Martin. Auch in-game macht das Spiel vor nichts halt. Jetzt haben wir gegen Leclerc uns durchzusetzen. DRS wird jetzt natürlich auch aktiviert. Leclerc kommt rechts vorbei. Ich kann ihn nicht stoppen. Er nimmt den Windschatten mit. Reifen an Reifen. Ich gehe ganz außen vorbei. Ich hoffe, Leclerc macht jetzt Platz hier auf der Innenbahn. Oh, direkt hinter uns, neben uns. DRS kriegen wir leider nicht. Oh, Zuschauer im Hintergrund, hört man. Achtung, Leclerc kommt hier mit DRS. Oh, wie fahre ich denn? Scheiße, ich lasse mich davon beeindrucken und beeinflussen. Aber ist gar nicht schlimm, so haben wir jetzt gleich DRS. Auf der nächsten Start und Ziel. Aber ich merke schon so ein bisschen vorne den Flügel. Wenn der noch so leicht beschädigt ist, das merkt man einfach. Man liegt nicht so geschmeidig in den Kurven drin. Oh, und ich brauche hier einfach wieder Ewigkeiten. Guck mal, die anderen schon. Achtung, Ocon jetzt neben mir. Ah, zu spät gebremst. Zu spät gebremst. Jetzt kriege ich eine Verwarnung. Die Grenze ist überschritten. Aber warum kriege ich kein DRS? Gasly noch an mir vorbei. Links neben mir ist Stroll. Ja, das wird jetzt erstmal so die Region sein, wo wir uns aufhalten werden. Achtung. Gasly neben Stroll. Vielleicht können wir da noch mit eingreifen.
Aber auch nicht zu riskant. Verwarnung. Ach, wo das denn? Aber das zählt nicht für mich. Wo war denn Alonso? Schumacher ist jetzt hinter uns. Schumacher, okay. Mick Schumacher, gar nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt gleich ein Problem mit Stroll und Gasly. Entweder gehe ich an beiden vorbei oder nur an einem oder an gar keinem. Ich kriege jetzt auf jeden Fall DRS, hoffe ich. Ja, es fühlt sich schon unten. Zack, Y. Und jetzt gucken wir mal. Beide haben DRS, da komme ich nicht vorbei. Da komme ich leider nicht vorbei. Vielleicht, wenn ich innen zumache. Nee, das riskiere ich nicht. Auf der Innenbahn, das ist viel zu riskant. Da riskiere ich hier einen Totalschaden. Aber vielleicht jetzt. Gasly ist nicht gut weggekommen. Und zack. Und DRS. Und ab die Post. An Gasly vorbei und an Stroll. Und da hole ich mir doch glatt den achten Platz wieder. Aber ich kann ihn auch gleich wieder verlieren. Reifen an Reifen. Das ist ein super Zweikampf hier. So Rennen machen dann Spaß. Wenn man Zweikämpfe hat, wenn man nicht vorne 15 Sekunden Vorsprünge hat, das ist dann schon mal ein ganz anderes Fahrerlebnis. Und das Feld ist ja auch ganz eng zusammen. Bis zum ersten Boxenstopp, dann bin ich gespannt, wie sich das Ganze verteilt. Ich befürchte leider, dass wir vorne unseren Frontflügel links, dass wir den auswechseln. Habe ich jetzt so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Der ist ja nur maximal, geht er ins dunkelgrüne oder beziehungsweise ins hellere Grün. Also noch lässt es sich gut fahren. Ich weiß ja nicht, was das Team macht. Ich weiß nicht, was das Team macht und was es will. Wir werden es dann einfach sehen. So, und Gasly, der lauert dann natürlich dahinter. Schumacher. Gasly wird jetzt gleich mal DRS verwenden. Achso, übrigens unten links die Batterie, das ERS-System, das sich ja auflädt, wenn man bremst oder vom Gas geht. Das habe ich automatisch jetzt erstmal eingestellt. Ich möchte mich mehr oder weniger aufs DRS hier konzentrieren. Da müssen wir Gasly leider vorbeilassen. Ja, der zieht vorbei. Keine Chance. Wir sind schon auf 3,20. Keine Chance. Aber vielleicht, wenn ich hier innen vorbeiziehe, schaffe ich es riskanterweise, mit dem zurückzuholen. Achtung. Ja, muss ich es jetzt mit DRS probieren. Oder vielleicht schaffe ich es auch so. Achtung, an Gasly vorbei. Der hat halt auch DRS. Muss ich ein bisschen später bremsen. Verwarnung? Hä? Schon wieder eine? Das war leichtsinnig. Wir haben Glück, dass uns keine Strafe aufgedrückt wurde. Aber wo habe ich denn berührt? Da war doch gar keine Berührung, oder? Ich habe da jetzt nichts gesehen. Oder ich habe auch das Gefühl, dass die Strafen viel härter sind als letztes Jahr. Ich bin zum Beispiel im Training ganz leicht links rausgekommen, wie bei die Curbs. Ich weiß ja nicht, wie da die Regel ist. Ob man mit allen vier Reifen auf der Strecke bleiben muss oder ob ruhig zwei Reifen die Strecke verlassen dürfen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass bei jeder kleinen Fahrt auf die Curbs, dass man direkt eine Strafe bekommt. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, aber wir halten uns momentan richtig gut. 10. Platz wäre immer noch in den Punkten. Schade, am Anfang eigentlich habe ich mir den zweiten Platz gut ergattert. Aber habe halt auch leider einen etwas beschädigten Frontflügel. Oh, da muss ich halt aufpassen. Da zum Beispiel war ich ja fast mit allen vier Reifen draußen. Ich muss mich da ansonsten nochmal schlau lesen. Ansonsten, Eddie, schreibt mir das mal unten rein, wie es ist mit den Regeln. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, leider. DRS kriege ich leider nicht. Tsunoda kriegt DRS. Der kommt jetzt auch immer schneller ran. Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Da kommt der kleine Japaner angeflogen. Wir werden auch in der Runde in die Boxengasse reingehen. Jetzt haben wir Leclerc auf der 9. Ja, Stroll und Gasly. Die gehen den anderen so ein bisschen auf den Sack. Gasly ist, glaube ich, in Alpine Tauri, ne? Und Stroll ist bei Aston Martin. Der muss jetzt zusehen, dass er Punkte holt, nachdem Vettel ausgeschieden ist, als einziger bislang. Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlierst. Ja, deswegen komme ich auch gleich in die Boxengasse, Jeff. Aber Leute, bitte nehmt mir auch mein Frontflügel, glaube ich, ab. Ich glaube, die... Oh, jetzt hat aber Tsunoda ein bisschen geschubst, ne? Also ich wollte ja nur mal sagen, ich bin hier nicht der Einzige. Aber ich hoffe, dass die anderen auch Verwarnungen bekommen und nicht nur ich. Oh, das ist hier schwer, die Kurve. Da muss man echt früh auf die Bremse gehen. Achtung, jetzt ist Tsunoda neben uns. Wir kriegen aber nochmal DRS. Es ist alles noch sehr eng beieinander. Finde ich ja gut. Hängt wahrscheinlich auch mit der Schwierigkeit zusammen. Oh, was mache ich denn hier, ey? Bleibt ja fast stehen in der Kurve. Tsunoda. Die Kurve, die hat es mir heute hier angetan. Und ich fahre echt nicht gut. Ich fahre echt in den letzten Runden wie einen Haufen Müll. Leclerc können wir noch hinter uns halten, aber der wird jetzt... Es sei denn, er fährt auch rein.
müssen wir dann erstmal vorbeilassen. Also ich werde diese Runde reinfahren, wenn unser Kollege nicht fährt. Nee. Die Ideallinie zeigt es schon an. Ich hoffe, der bremst automatisch, sonst kriege ich Strafen. Ja, hat automatisch, glaube ich, gebremst. Also, jetzt gucken wir mal, wie schnell das geht. Ob wir auch den Frontflügel gewechselt bekommen. Ich glaube, ich sehe da schon einen neuen. Ja. Wir werden auch einen neuen Frontflügel... Oh, das kostet Zeit. Das kostet... Jungs, gibt Gas. Das kostet mich... Oh, 10 Sekunden mehr als sonst. Normal. Ah, schade. Jetzt bin ich erstmal letzter. Beziehungsweise vorletzter. Russell ist noch hinter mir. 40 Sekunden. Der muss aufholen. Verstappen ist 16. Der war auch in der Boxengasse. Meint ihr, ich schaffe einen... Oh ja, das lässt sich viel besser lenken. Meint ihr, ich schaffe einen Undercut gegen Gasly und Stroll? Ich glaube, ein Undercut ist, wenn du hinter deinem... Also sagen wir mal, ich bin Zweiter und ich gehe rein in die Boxengasse und der Erste geht noch nicht rein und ich überhole den Ersten, wenn er in der Boxengasse ist. Dann ist das, glaube ich, ein Undercut, oder? Ist die Beschreibung so richtig? Ich hoffe, das war so eine richtige Beschreibung. So, jetzt bin ich gespannt. Die anderen müssen natürlich auch rein. Ob wir wieder Zehnter werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ganz knapp vor Gasly oder vor Stroll rauskommen. Oder sogar vor beiden. So, hier muss ich schon mal bremsen. So, unser Teamkollege Lando Norris ist in der Box. Den werden wir nicht kriegen. Ja, die drei vorne machen das, denke ich, unter sich aus. Denn wir sehen da einen Alpine Tauri fährt noch vorbei. Oder ein Williams. Müsste dann entweder... Ja, müsste eigentlich Latifi sein, oder? Ganz vorne. Noch vorne. Oh ja, das lässt sich jetzt auch viel geschmeidiger hier durchfahren. Merkt man halt einfach direkt. Das merkt man halt einfach direkt. Die Hälfte der Runde ist schon vorbei oder die Hälfte des Grand Prix. Macht Spaß. Die Interviews hinterher, da werde ich auch mal reingehen. Ich muss auch noch mal in die Wiederholung rein, wenn es eine gibt. Ich hoffe fürs Thumbnail, dass ich da mir eine geeignete Szene raussuche. So, jetzt. Da kommen schon wieder ganz viele Leute aus der Boxengasse raus. Mal gucken, an wie vielen wir vorbeifahren. Ob wir schaffen, mal so 8 Leute zu überholen. Oh, Mazepin Alonso. Oh, wir haben es leider auch nicht geschafft. Wir sind sogar 16. Oh, das war nicht gut. Achtung, Alonso war hinter uns. Und hat uns fast gedreht. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Ja, aber ich hoffe, dass noch ein paar andere reinfahren. Also das waren ja noch nicht alle. Hoffe ich. Also Raikön, klar, die vor mir, die werden jetzt nicht mehr reinfahren, aber die anderen, die waren ja noch nicht drin. Ich kann ja jetzt nicht hier als 16. nach Hause fahren oder ins Ziel. So, Achtung, die Curbs, da muss man echt dieses Jahr aufpassen. Also da habe ich mich im Training auch einige Male gedreht. Oh, ist der Frontflügel weg? Nee, ne? Sah nur so aus. Sah, glaube ich, nur so aus bei Alonso. Ja, sah nur so aus. So, DRS ist da, aber haben die anderen leider auch. Das bringt uns nicht viel. Das bringt uns leider echt nicht viel. Aber wir sind eng beieinander. Das gibt mir Mut und Hoffnung, dass wir es vielleicht doch noch irgendwie vorbeischaffen. Vielleicht an Raikön auf Start und Ziel. Oh, zu spät gebremst. Egal, haben wir gut hingekriegt. Komm, normalerweise muss doch so ein McLaren-Motor schneller sein als einer von... Weiß nicht, was hat Alfa Romeo drin? Da haben die auch Ferrari-Motoren drin. Da kenne ich mich zum Beispiel auch gar nicht aus, welche Autos hier welchen Motor drin hat. So, DRS kriegen wir, aber wahrscheinlich... Oh, Raikön, das wird knapp vor Kurve 1. Der wird doch wohl nicht kommen. Raikön, zieh zurück. Und wir sind 15. Achtung, spät gebremst. Latifi, Giovinazzi. Oh, wir sind hier in so einem Sandwich. Haben es gerade noch geschafft. An Latifi auch vorbei und an Schumacher. Komm, den kriegen wir auch noch. Mit DRS, dann werden wir wieder 11. Komm. Zieh vorbei. Spät gebremst. Riskant in die Kurve. Aber es ist gut gegangen. Sehr schön. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Ja, das ist Tsunoda. Ob der schon drin war und Gasly, ich denke mal schon. Aber wir haben ja jetzt noch knapp 5 Runden Zeit, wenn es denn soweit ist. Beziehungsweise wenn es soweit ist, dass die nicht mehr reinfahren. Oh, abgekürzt. Oh, gedreht. Perfektes Beispiel gerade, dass die Curbs dieses Jahr echt extremer zu befahren sind. Extrem schwieriger, möchte ich beinahe sagen. Achtung. Komm, die Kurve kann ich auch besser nehmen. Gerade mit frischen Reifen. So, ein bisschen Grip habe ich auch noch. Bei den harten wäre es dann schwieriger geworden, aber die würden halt länger durchhalten. Das ist aber hier nicht Sinn der Sache.
Ja, die beiden Alpine Tauri. Ich glaube, Tsunoda Gasly, das ist Alpine Tauri. Die machen das auch gar nicht schlecht. Abstand haben wir ein bisschen gewonnen. Sehr schön, wir kriegen leider keins, aber mein Hintermann auch nicht. Aktuell auch eine 1,30, das ist, denke ich mal, okay. Also so im mittleren Bereich. Die Spitze, die gehört uns ja nicht, also noch nicht. Mal gucken, vielleicht zur Mitte der Saison, wenn wir viele Upgrades haben, dass wir eventuell ein bisschen weiter vorne mitfahren. Aber wir haben jetzt hier das erste Rennen. Lass mich erstmal reinkommen, lass mich mal vertraut machen mit den neuen Gegebenheiten, mit meinem neuen Team, mit meinem Teamkollegen. Ja, leider auch ein schlechter erster Sektor, aber wir kommen näher ran an Tsunoda, habe ich das Gefühl. Pro Runde, vielleicht eine halbe Sekunde. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, jetzt haben wir 1,9 und noch Rückstand, gerade waren es über 2. Und Giovinazzi, 2 Sekunden, Schumacher jetzt dahinter mit 2,5. Ist gar nicht so verkehrt, Benzin gemischt 2. Lasse ich auch nochmal, vielleicht in den letzten Runden, in den letzten 1-2 Runden, dass wir da nochmal höher stellen. Dass wir nochmal alles rausholen aus dem Auto. So, gar nicht gut genommen. Aber wir sind fast da an Tsunoda. 1,3 nur noch. Komm, wir sind doch viel schneller. Der ist auf harten Reifen unterwegs. Als einziger von den 5, die da jetzt oben stehen. Also das könnte auch ein Nachteil sein für ihn. Nach hinten raus haben wir jetzt Vorsprung. Vorne kriegt Tsunoda auch kein DRS. Das ist gut. Also kann er uns nicht viel weiter wegziehen. So, und jetzt spätestens in der nächsten Runde habe ich ihn. Oh ja, eine Lücke. Ein Hinweis. So, Tsunoda. Und Gasly müssten wir eigentlich auch noch kriegen. Wobei, da wird das schwer. Also ich glaube, so punktemäßig, ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Noch ist das Rennen ja nicht vorbei. Noch haben wir Gelegenheiten zu überholen. So, jetzt im nächsten Fenster kriege ich DRS. Wenn ich jetzt noch gut dranbleibe an Tsunoda, dann ja, sonst nicht. Aber es sieht gut aus. Tsunoda in Sichtweite. Der kleine, quälige Japaner. Mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Hier gut aus der Kurve rauskommen. Nicht drehen. Und dann habe ich auf jeden Fall DRS. So, das hat er nicht. Und ein bisschen rankommen werden wir. Und ich spätestens auf Start und Ziel. Da starte ich Überholmanöver. Nummer 2, 3. Und dann habe ich ihn hoffentlich. Vielleicht habe ich ihn auch schon vorher, aber ich mache hier nichts Riskantes, nichts Wildes. Achtung, oh, da war ein Dreher. Da hätte er auch eigentlich Platz machen müssen oder nicht, keine Ahnung. Jetzt macht er Platz im Windschatten, links vorbei. Oh, enge Kiste, enge Kiste. Oh, ganz eng, aber wir haben es. Zunächst mal, jetzt kriegt er DRS. Ja, reife Leistung jetzt. Sieh zu, wie der Japaner an mir vorbeizieht. Er hat natürlich jetzt DRS, das war nicht so schlau von mir. Ich hätte warten müssen. Aber vielleicht, wenn ich hier später bremse, wie immer, riskanterweise. Oh, knapp. Aber es ist gut gegangen. Bei sowas muss ich einfach bis Start und Ziel warten. Und ihn dann erst überholen. DRS kriege ich trotzdem noch. So, jetzt haben wir noch 2 Runden für Gasly. 3 Sekunden, schaffen wir das? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, Tsunoda war das höchste der Gefühle. Was das andere werden wir nicht schaffen. Zum Auto vor dir beträgt 2,9 Sekunden. Ja, das werde ich nicht schaffen. 2 Runden noch. Dann müsste ich das Benzingemisch gleich höher stellen. Ach, das wird auch automatisch gemacht. Okay. Oh, dann lasst uns lieber zusehen, dass wir, ja, obwohl, ob ich jetzt 11. werde oder 12., das ist egal. So vom Feeling her wäre der 11. natürlich schön, aber ein Platz an den Punkten dann vorbei. Weil Gasly werden wir, glaube ich, nicht holen. 3,6 Sekunden in 2 Runden noch. Das wird schwer. Wenn nicht sogar unmöglich. Es müsste jetzt noch vorne mal einer ausfallen. Vettel bislang der Einzige mit Motorschaden. Bei Stroll hat er gehalten bislang. So, und dann starten wir jetzt rein in die vorletzte Runde. Das werde ich nicht schaffen. Das werde ich auf Teufel komm raus nicht schaffen. Tsunoda kommt auch nicht an uns ran. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Aber ich werde Gasly auch nicht mehr kriegen. 3,6 Sekunden, 3,7. Da müsste ich jetzt hier schon alle Abkürzungen nehmen, die es gibt in Bahrain.
Es gibt ja auch, glaube ich, einen Kurs oder eine verkürztere Variante hier von Bahrain. Aber selbst das würde jetzt nicht reichen. Dazu bin ich am Anfang auch leider nicht gut gefahren. Ich habe vielleicht am Anfang zu viel gewollt in der ersten Kurve, direkt nach dem Start, dass ich mir da den Flügel ein bisschen kaputt gemacht habe. Dann natürlich der Boxenstopp, der natürlich länger gedauert hat. Deswegen habe ich auch Gasly nicht überholen können. Das sind halt so Kleinigkeiten, die entscheiden in der Formel 1. Aber ihr kennt das. Ihr kennt euch ja besser aus als ich. Gehe ich von aus und von daher. Aber es macht trotzdem Spaß, auch mal neben FIFA wieder ein anderes Projekt zu haben. Und dann fahren wir jetzt noch die letzte Runde. Und ich hoffe, dass ich vor Tsunoda bleibe, dass ich das jetzt ja auch noch exzellent zu Ende fahre. Und vorne wird sich auch nichts mehr tun. Ich weiß gar nicht, wer führt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,3 Sekunden. Ich gucke mal unten auf die Karte drauf. Oh, da führt ja entweder Bottas oder Hamilton. Ich glaube Hamilton mit weitem Abstand. Aber Norris ist Zweiter. Norris ist Zweiter und dann müssen wir gucken, ob Sergio Perez ist oder Verstappen. Weiß ich gar nicht. Also als ich aus der Box rausgefahren bin, war Verstappen derjenige, der vor mir war. So, also fahren wir unseren ersten Grand Prix zu Ende. Ohne größere Unfälle. Den einen leichten Frontflügelschaden hat uns halt... Oh, Dreher. Hat uns halt leider ein bisschen Zeit gekostet. Aber fürs nächste Rennen weiß ich dann, dass ich ein bisschen vorsichtiger fahre. Ich weiß gar nicht, wo das nächste Rennen ist. Dadurch, dass der Rennkalender ja so ein bisschen verschoben ist. Also ich weiß, das dritte Rennen ist Monaco. Das dritte Rennen ist Monaco, das weiß ich. Das zweite Rennen, weiß ich nicht, war das Kanada? Keine Ahnung. Naja, wir werden es ja sehen, dann gleich im Rennkalender. In die Interviews können wir auch mal reingehen. Vorher mache ich aber noch ein Thumbnail in der Sofortwiederholung. Ja, also da war nicht mehr viel. Ach, Bottas war's. Okay, also Bottas gewinnt den großen Preis von Bahrain. Dahinter dann Norris und Verstappen, schätze ich mal. Dann Hamilton, nur Vierter, in Anführungszeichen. Hört, hört. Nur Vierter. Verspricht also eine spannende Meisterschaft, wenn nicht gleich immer die Favoriten gewinnen. So, vorletzte Kurve. Gasly haben wir leider nicht mehr bekommen. Aber freut mich für Norris, dass er Zweiter wird, dass er wenigstens ein paar Punkte holt. Ich habe es leider nicht geschafft. Naja, also so endet ein sehr schöner erster Grand Prix mit einem kleinen Frontflügelschaden für uns auf Platz 11. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Valtteri Bottas lässt seine Rivalen hinter sich und übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ich sage mal Esteban Ocon. Das war eine souveräne Leistung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und das ist gerade doppelt ärgerlich, wenn ich jetzt sehe, dass Lando Norris Zweiter ist und ich nicht mal in den Punkten. Naja, also das ist das erste Tableau nach dem ersten Rennen. Hamilton Vierter, Sainz
Ocon ist wirklich überraschend. Von der 13 auf die 7, das ist wirklich stark. Auch Lance Stroll hat ein gutes Rennen gefahren. Wir sind leider ein bisschen nach hinten gefallen durch diesen Frontflügelschaden. Diese 3-4 Sekunden, die uns da gefehlt haben, dann hätten wir eventuell noch Gasly bekommen, Leclerc vielleicht auch noch, Verstappen auf der 8, Mick Schumacher 13, Giovinazzi, Latifi, Raikön, Alonso, Mazepin oder Mazepin, keine Ahnung, ich glaube Mazepin spricht man den aus, George Russell dann auf dem vorletzten Platz und Vettel ist ja schon ausgeschieden. Ja, also ich werde mir jetzt kurz ein Thumbnail raussuchen und dann geht's gleich nochmal rein in die Interviews. Tja, Interviews, die es dann doch wohl nicht gab. Ich dachte, ich kriege jetzt hier eine Interviewanfrage nach der anderen, aber wahrscheinlich ist das immer nur, wenn man unter den ersten 10 steht oder wenn man auf dem Podium steht. Ich weiß es gar nicht. Naja, dann gehen wir einfach mal ein bisschen vor. Nächster Grand Prix ist auch erst am 6. Mai. Saisonpause nach dem ersten Rennen schon. Okay, ich spule einfach nochmal vor. Wir kriegen ja wöchentliche Ressourcen, dann ist erstmal Saisonpause. Ha, positive Stimmung haben wir unten bekommen. Dann gibt es erstmal eine lange, lange Saisonpause. Also erstmal noch die wöchentlichen Ressourcen. Saisonpause. Da erstmal keine Rennen stattfinden werden, wird das Team Headquarter bis zum nächsten Rennwochenende vorübergehend geschlossen. Ja, dann beginnen wir mal die Saisonpause. Ich melde mich dann wieder zum nächsten Grand Prix aus Spanien und werde euch da nochmal, ja, denke ich mal, Updates geben, was ich verbessert habe am Auto und was nicht. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.